Du hast also geglaubt, dass das Leben dir alles umsonst geben würde. Wenn sie zu denen gehören, die darauf warten, dass alles vom Himmel fällt. Du bist nur einer von vielen, der alles und jeden für seine Umstände verantwortlich macht. Ich sehe viele Menschen, die ziellos und ohne Ziel oder Richtung umherirren. Sie leben in einer Blase gefangen und egal, wie schlimm es für sie wird, es scheint, als wäre es nicht schlimm genug, um sie zu Veränderungen zu motivieren. Was tun, wenn der Berg zu groß erscheint und man einen Rückzieher macht, wenn die Last der Welt unerträglich erscheint? Was tun, wenn alles unmöglich erscheint? Gibst du auf? Sie haben vielleicht fast alles versucht und nichts hat geholfen, sie sind vielleicht frustriert, aber sie können nicht aufgeben. Aufhören ist der einzige Weg, um ein Scheitern zu garantieren, und Widerstand ist der einzige Weg, um Leiden zu garantieren. Egal wie du dich fühlst, mach weiter. Egal wie schwierig es ist, machen sie weiter. Ah, aber wissen sie, was das Problem ist? Du beschwerst dich zu sehr. Es ist ganz einfach, wenn sie nicht bereit sind, für etwas zu arbeiten, beschweren sie sich nicht darüber, dass sie es nicht haben. Wenn sie in ihrem Leben nichts Großes geschafft haben, liegt das daran, dass sie sich nur beschweren. Das Opfer, die langen Tage auf der einsamen Straße, die Anstrengung, die Misserfolge, die Peinlichkeit. Lohnt sich das Endergebnis? Sag mir, ist es das wert? Die meisten Menschen kalkulieren die Kosten, sind aber nie bereit, den Preis zu zahlen. Sie zeigen mit dem Finger auf andere, aber wenn sie die Person finden möchten, die für all ihre Fehler im Leben verantwortlich ist, schauen sie in den Spiegel. Übernehmen sie ein für allemal Verantwortung. Schluss mit den Ausreden. Es ist leicht, alles und jeden für unser Versagen verantwortlich zu machen, aber das bedeutet nicht, dass wir nichts tun müssen, um etwas zu ändern. Schuldzuweisungen werden sie nur aus der Klemme bringen, aber sie werden ihnen niemals das Leben bescheren, von dem sie geträumt haben. Lassen Sie mich Ihnen etwas sagen, Ihre Worte bedeuten nichts, wenn Sie sagen, dass Sie etwas tun werden, und Sie es nicht tun. Zeigen Sie, dass Sie jemand sind, der sein Wort hält. Das ist es, was in dieser Welt Respekt schafft. Sie müssen sich nur den Respekt einer Person verdienen, und diese Person sind Sie. Schauen Sie in den Spiegel, wenn Sie nach dem Ding, diesem Trick, dieser Abkürzung, diesem Geheimnis suchen, das Ihnen das Leben gibt, das Sie sich wünschen. Schauen Sie in den Spiegel, wenn Sie Mut, Konzentration, Kraft und Inspiration suchen. Schauen Sie in den Spiegel, wenn Sie nach einer starken und fähigen Person suchen. Es ist genau dort, in deinem Gesicht, direkt vor dir. Hören Sie, die großen Chancen werden nicht frei verteilt, sie erscheinen nicht auf Netflix oder Facebook. Du musst kämpfen, für deine beste Version kämpfen. Und dieser Job ist keine einmalige Sache, er ist ein Lebensstil, eine Verpflichtung und eine Ehre. Der Unterschied zwischen einer durchschnittlichen und einer außergewöhnlichen Geschichte besteht darin, dass einige von ihnen darüber nachdenken, aufzugeben. Aber andere denken darüber nach, umzukehren. Welcher bist du? Was scheitert und schiebt die Schuld auf alle? Oder was reagiert und ergreift Maßnahmen? Ich weiß, dass einige von ihnen darüber nachdenken, aufzugeben. Ich weiß, dass sie schwierige Situationen durchgemacht haben. Es tut mir leid und ich weiß, dass sie das Recht haben, aufgeben zu wollen. Aber ich flehe dich an, gib noch nicht auf. Sicher sei. Ich möchte, dass sie sich an den schlimmsten Moment ihres Lebens erinnern, den Moment, von dem sie dachten, sie würden ihn nicht überleben. Aber du hast überlebt. Erinnern Sie sich an diesen Moment und lassen Sie zu, dass er Sie stärkt. Ihre einzige Konkurrenz sind Sie selbst, wo Sie waren und wohin Sie gehen. Wer du warst und wer du sein wirst. Medaillen werden im Dunkeln verdient, wenn niemand hinschaut. Die Meisterschaft wird hinter verschlossenen Türen gewonnen. Harte Arbeit ist erledigt, wenn niemand hinschaut. Ergebnisse werden in den kleinen Details erzielt, die niemandem auffallen. Lassen Sie Ihr altes Ich im Schatten von gestern.
Also, was wirst du entscheiden? Dies ist ihre Gelegenheit, sich selbst zu überraschen und herauszufinden, wie stark sie einst waren, stark sind und auch weiterhin stark sein werden. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen. Kommentieren Sie hier unten in den Kommentaren, was Ihre größte Motivation ist, nicht aufzugeben. Lasst in diesem Video ein Gefällt mir da und abonniert den Kanal hier. Die Macht liegt jetzt in Ihren Händen. Denken Sie kluge Gedanken.